the Lord spoke with me this past night. Gesegnete Leute, der Herr sprach mit mir diese vergangene Nacht. And the Lord has spoken with me about sexual sin. Und der Herr sprach mit mir über sexuelle Sünde. In the churches across the nations of the earth. In den Gemeinden quer durch die Nationen der Erde. And he showed me a lot of sexual sin going on in the churches across the nations of the earth. Und er zeigt mir viel sexuelle Sünde, die stattfindet in den Gemeinden quer durch den Nationen der Erde. All across the world. Überall quer durch die Welt. The Lord was showing me sexual sin. Zeigte der Herr mir sexuelle Sünde. That is happening in the church. Und es passiert in der Gemeinde. Remember, sexual sin is different from other sin. Erinnert euch daran, sexuelle Sünde ist anders von allen anderen Sünden. Sexual sin is sin which is sin against the temple of the Holy Spirit. Sexuelle Sünde ist Sünde gegen den Tempel von dem Heiligen Geist. So the Lord is calling for repentance from sexual sin. Nun, der Herr ruft auf zur Buße für sexuelle Sünde. He is asking the church to repent. Er fordert die Gemeinde auf, Buße zu tun. Because sexual sin, denn sexuelle Sünde will stop you from entering the glorious eternal kingdom of Yahweh. Wird dich aufhalten, einzutreten in das glorreiche, ewige Königreich von Yahweh. Again, this past night, blessed people. Nochmals, diese letzte Nacht, gesegnete Leute, the Lord took me across the church, brachte der Herr mich quer durch die Gemeinde and showed me this malady, und zeigte mir diese Krankheit, this sin, diese Sünde of sexual sin and sexual lust. Der sexuellen Sünde und sexuelle Begierde. And the Lord is calling for repentance that you may be purified. Und der Herr ruft zur Buße auf, sodass ihr gereinigt werdet. Sanctified and be holy. Sanktifiziert und heilig zu sein. Set apart unto the Lord. Abgesondert zu sein für den Herrn. Because the Messiah is coming. Denn der Messias kommt. Again, the Lord is calling for repentance. Nochmals, der Herr ruft auf zur Buße. From all sin. Für jede Sünde. And especially sexual sin, blessed people. Und besonders sexuelle Sünde, gesegnete Leute. Because the Messiah is coming. Denn der Messias kommt. And he has highlighted sexual sin as one of the main impediments. Und er hat sexuelle Sünde unterstrichen als einer der Haupthindernisse des Wachstums. Hindernisse zum Wachstum in der Gemeinde. Nun mögen diejenigen, die Ohren haben, Buße tun und sich vorbereiten und heilig sein. And prepare. Und sich vorbereiten. And be righteous and prepare. Und seid rechtschaffend und bereitet euch vor. For the glorious eternal kingdom of God. Für das glorreiche ewige Königreich Gottes. That is at hand. Welches bevorstehend ist. That is coming. Welches kommt. So that you may on that day. So dass ihr an diesem Tag. Enter heaven. In den Himmel eintretet. May the Lord bless you. Möge der Herr euch segnen. May you repent, blessed people. Möget ihr Buße tun, gesegnete Leute. And step aside. Und beiseite treten. To be set apart. Abgesondert zu sein. For the Lord. Für den Herrn. That you may see his eternal kingdom. So dass ihr sein ewiges Königreich sehen werdet. The Lord bless you. Der Herr segne euch. The Messiah is coming. Der Messias kommt. Thank you. Dankeschön.